so unsagbar saftig, bahnbrechend fruchtig. Ein Kernobst aus der Familie der Rosenäpfel. Welch wohltuender Duft, so vielseitig vorzüglich. Der Apfel, im Japanischen übrigens Ringo. Der sieht nicht nur wunderschön aus, ist nicht nur unsagbar wohlriechend, er fördert zudem auch noch die Gesundheit. Wie sagt man so schön im angloamerikanischen Volksmund? One apple a day keeps the doctor away. Wenn man das frei aus ins Japanische übersetzen würde, wäre das vielleicht sowas wie Ichinichi ikko no ringo de isha irazu. Sagt man dort nicht. Da spricht man nicht so in Apfeltermini. Doch man kennt ihn dort auch als verbotene Frucht. Kinder no kajitsu. So ist er verschrien, zumindest. Aber dennoch stets so beliebt. Und zwar in jeglicher Form. Ob als Apfelsaft, Apfeljuice, als Apfelmus, Apfelsauce, als Apfelwein, Ningoshu. Oder vielleicht sogar als kandierter Apfel, Ningoame. In welcher Variation auch immer. Guck mal da. Ja. Entschuldigung? Kann ich Ihnen helfen? Hallo? Entschuldigung? Sie sehen doch gerade, dass ich hier ein Video aufnehme mit der Kamera und dem Apfel. Ja? Oder fällt Ihnen das vielleicht nicht auf? Oh, ja, guck mal hier. Oh, ja. Oh, und der hier auch. Oh, ja. Guck mal. Oh, ja, diese Bruststücke. Brauchen auch nicht zu lachen, also das ist. Das macht mich jetzt irgendwie. Das bringt mich in Verlegenheit. Es tut mir leid, ja, dass die da nicht so begaffen. Aber das sind die Großeltern von einem Bekannten, der hier der Besitzer von der Apfelplantage ist, aber. Er verhält sich genauso unmöglich wie die beiden dort. Aber das passt ja auch, ne? Entsprechend zu dem Spruch. Wie sagt man nicht auch? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Den gibt's im Japanischen übrigens auch, aber da gestaltet er sich etwas anders. Dort sagt man Kairu no ko wa Kairu. Also sozusagen, das Kind des Frosches ist auch ein Frosch. Stimmt, und wenn ich mir die beiden so angucke, da... Ja, das ist ein guter, nicht? Ich erinnere mich auch so ein bisschen an Frosch. Wie dem auch sei, heute wollen wir dem Apfellob huldigen und ihn... Ehren in besonderer Art und Weise. Und zwar mit einer Kreation. Nicht dieser, das ist ein normaler Stink, normaler Apfel, den brauchen wir nicht. Mit diesem Werk. Pure and Natural. Pyaragumi von Kabaya. Wenn das nicht mal ein Antlitz der besonderen Art ist. Ah, wundervoll! Wir können nun mit der Verkostung beginnen. Doch vorher wollen wir uns dieses fruchtige Prachtexemplar doch noch einmal genauer anschauen. Wir haben hier Ringo Gummi, also Apfelgummi von Kabaya, einem Unternehmen, dessen Ziel wie folgt lautet: Sekai wo yawara kakushi yo, was so viel heißt wie: Wir machen die Welt weich oder lasst uns die Welt weich machen. Komischer Satz, den wir uns nochmal genauer angucken wollen, denn er setzt sich wie folgt zusammen. Wir haben ganz zu Beginn das Substantiv Sekai, die Welt, gefolgt von dem Objektpartikel O, welches das, was davor steht, sprich Sekai, als Objekt markiert. Darauf folgt Yawarakaku Shio. Yawarakaku ist die Adverbialform vom I-Adjektiv Yawarakai, was so viel heißt wie weich, elastisch, sanft oder auch mild, locker, kann viele Bedeutungen haben. Wir nehmen jetzt einfach an dieser Stelle mal weich oder elastisch. Man könnte zum Beispiel sagen, Gummi wa yawarakai. Das Fruchtgummi ist weich oder elastisch. Doch yawarakaku ist hier gefolgt von shio, was wiederum die Volitionalform vom Verb suru ist. Suru heißt tun und machen. Hier, wie gesagt, in seiner Volitionalform. Was heißt das? Die Volitionalform wird benutzt, um potenziell drei Dinge auszudrücken. Einmal eine Willensäußerung, wir machen jetzt das und das. Oder aber auch ein Vorschlag,
lasst uns das und das machen. Oder auch eine Einladung. Wollen wir das und das machen? Meist in Kombination mit dem Fragepartikel ka. Shio ka? Hier, yawarakak shio. Wir machen etwas weich oder lasst uns etwas weich machen. Und was? Die Welt. Sekayo yawarakak shio. Wir machen die Welt weich oder lasst uns die Welt weich machen. Welch spannendes Unterfangen der Firma Kabaya mit seinem Pyorare Gummi, nicht wahr? Wir erfahren jedenfalls noch was über die Konsistenz der Gummi. Die sind im Äußeren Soto, höher von für, höher, locker, flauschig, weich. Aber im Inneren, im Kern, Naka, sind sie Pyru von Pyru Pyru. Glibberig, wackelig oder auch Geleeartig. Ferner erfahren wir von der Frontseite der Verpackung wie folgt: Koksan Ningo Kaju Shio, was so viel heißt wie der Saft einheimischer Äpfel wurde hier benutzt. Koksan Ningo, einheimische Äpfel bzw. Äpfel aus der Inlandsproduktion, Kaju, der Fruchtsaft, und Shio, die Nutzung, die Verwendung. Und darunter steht fast schon als kleine Randnotiz wie folgt geschrieben: Mitsui Ringo Imejishita Ajiwai des, was sich wie folgt übersetzen lässt: Es enthält einen Geschmack, der von mit Nektar gefüllten Äpfeln inspiriert wurde. Beziehungsweise der Geschmack wurde mit Nektar gefüllten Äpfeln nachempfunden. Mitsui Ringo ist der Apfel, in dessen Inneren Nektar enthalten ist. Der ist schön saftig und süß. Und der diente nun als Inspiration oder dem wurde der Geschmack nachempfunden. Imejishita. Und Ajiwai des ist der Geschmack letztendlich. Also es klingt schon ziemlich köstlich. Umso mehr freue ich mich nun gleich auf die erste Kostprobe. Doch vorher blicken wir auch noch einmal auf die Rückseite. Aber das in aller Kürze. Hier lesen wir wie folgt: Shouhin mei no pyorare wa pure to natural という kotoba ni yurai shimasu. Also, der Produktname Pyoral, Shouhin mei no Pyoral, was den anbelangt, wa pure to natural という kotoba ni yurai shimasu. Er entstammt den Worten kotoba ni yurai shimasu. Welche Worte? Pure to natural. Diese Worte werden zitiert という kotoba. Die Worte pure to natural. Also pure, rein, und natural, natural, natürlich. Diesen Worten entstammt der Begriff Pyorare, ist also eine Kombination. Na, das nenne ich mal eine richtig schöne Wortschöpfung, die schon viel verspricht, bevor wir überhaupt das erste Mal zugelangt haben. Rechts daneben erfahren wir eigentlich das gleiche noch einmal wie auf der Frontseite. Hier steht Pyru Pyru Shokkan Gummi und Fuer Fuer Shokkan Gummi. Die Neuerung ist eigentlich nur, dass Shokkan, die Textur des Fruchtgummis, ist im Inneren Puru Puru, also wabbelig, geleeartig, und im Äußeren Fuer Fuer, flockig, leicht flauschig. So langsam steigt die Vorfreude und damit auch das Hungergefühl. Wir haben hier noch ein paar triviale Informationen, wie dass man die Gummi bitte nach der Öffnung direkt essen sollte, sie nicht zu hoher Temperatur aussetzen sollte, nicht zu viele zugleich essen sollte und so weiter und so fort. Und wenn wir runterblicken, sehen wir, sie sind schon abgelaufen zum jetzigen Moment. Ob das nicht zu einer Magenverstimmung führt, wir werden es gleich sehen. Aber vorher blicken wir noch einmal auf die Inhaltsstoffe, damit wir auch genau wissen, was wir uns dort zufügen. Hier erfahren wir noch etwas von den allergischen Substanzen, den Allergiebushitsu, die enthalten sind und potenziell Allergien hervorrufen können. An allererster Stelle Kurmugi, Weizen, Sedacin, Gelatine, und Ringo, Apfel. Ich für meinen Teil bin dagegen nicht allergisch. Hat jemand von euch eine Allergie, die darauf anspringt? Das würde mich mal interessieren. Haut's in die Kommentarzeile. Zudem sehen wir hier die Nährwertangabe Eiyo Seibun Hyoji. Und das bezieht sich auf eine Packung, die jeweils 58 Gramm Inhalt hat. Und da lesen wir Energie, sprich der Brennwert 187 Kilokalorien. Tanpakushitsu, Eiweiß 1,2 Gramm. Shishitsu, Fettgehalt 0,3 Gramm. Tansuikabutsu, Kohlenhydrate 47 Gramm. Und zuletzt Shokuen Sotoryo, also der entsprechende Speisesalzanteil.
0,14 Gramm. Und das sind alles natürlich nur Schätzwerte. Suiteichi. Damit haben wir uns die wichtigsten Aspekte der Verpackung einmal genauer angeguckt. Und nun wollen wir zum Hauptteil übergehen. Nachdem wir uns das mal genau angeguckt haben, können wir nun offiziell mit der Verkostung beginnen. Und diese Packung öffnen. Wir reißen das Siegel auf und blicken nun in den Inhalt dieses Pakets. Mich durchströmt ein chemischer Apfelgeruch, den ich so noch nie vernommen habe. In der Regel habe ich Besseres erwartet, doch vielleicht drückt mein erster Blick in die Tasche hinein. Ich greife nun mit meinem Finger rauf und befördere einen Kubus hervor. Es ist ein Würfel in Apfelform und ja, der ist durchaus sehr, sehr, sehr wolkig mit Apfelfragmenten durchzogen. Der Geruch, wie gesagt, artifiziell, künstlich, von Menschenhand geschaffen, nicht aus der Natur gesondert. Deshalb bezweifle ich, dass das Natural auf der Packung wirklich die Natur bezeichnet. Nun, selbstredend werde ich hier heute nicht selbst direkt mich dem Naschverlangen ergeben, sondern ein ganz besonderes Medium den Geschmackstest machen lassen. Und ich denke, da werden wir durchaus jemanden finden, der geeigneter wäre als ich, hier nun zuzuhören. Beziehungsweise, ich helfe mal kurz bei der Fütterung. Ich bin bereit. Mäulchen auf. Nähre mich. So flockig, weich, so schwerelos und dabei so gallertartig, wobbelig. Diese intensive Apfelnote, sie schmeckt nach mir, nach meinem Leib. Diese Gummikost ist köstlich. Oishi! Meina! Ja, in der Tat. Wirklich köstlich. Ich kann die Wadarugumi nur von Kabaya nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr mal in einen mysteriösen Apfelgarten schreiten solltet, dann bedient euch doch einfach. Ihr werdet es sicherlich nicht bereuen, wenn ihr an der verbotenen Frucht naschen solltet. Ich entschuldige mich übrigens. Ja, jetzt schon mal. Im Voraus, dass ich diesen bestialischen Akt hier vollzogen habe. Ich bekenne mich des Sündenfalls schuldig. Ja? Und muss aber sagen, das ist genau mein Geschmack. So richtig, richtig, richtig vollmundig. Was für ein Geschmackserlebnis. Da weiß ich auch nicht mal weiter. Das ist genau das, was ich wollte, ihr lieben Leute. Also. Für Nature. Für das Gummi. Unbedingt probieren. Da ist wirklich der Apfel drin, den ihr euch wünscht. Und wenn ihr auch eine Ahnung habt, wie das schmecken könnte, schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr was Ähnliches schon mal gegessen? Wollt ihr das mal probieren? Wir werden die Natur zurückführen, dort, wo sie hingehört. Jedenfalls, das war's für heute. Ihr könnt jetzt nochmal vielleicht das nächste Mal dabei sein wieder. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin, nascht an den verbotenen Früchten. Lasst keinen davon am Baum hängen. Wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Meine nächste Folge von Jace. Oh, welch Leid, Kurushina. Ihr habt heute einiges gelernt, nicht wahr? Nehmt diese Worte, meine letzten Worte mit aus diesem heutigen Video. Ringo ist der Apfel. Kinder no Kajitsu, die verbotene Frucht. Apfeljuice, der Apfelsaft. Apfelsauce, der Apfelmus. Ringo Schuh, Apfelwein. Ringo Amen, Gott, der Apfel.
Flicker in die Welt. Ja, aber doch kein Weich. Fuhr, fuhr, flockig oder leicht. Pudu, pudu, glibberig oder gedrehartig. Guck's an, einheimisch, Inlandsproduktion. Kaju, der Fruchtsaft. Schocken, die Textur, das Gefühl von etwas im Mund. Allergiebeschütz. Allergische Substanz. Vergesst mich nicht. Bitte.